Zum 25. Mal fand die Fruit Logistica unter dem Funkturm statt. Ebenso oft präsentierte sich der steirische Apfel auf der Messe. Diesmal unter dem Motto Geschmackslegende. Ein herzliches Gott auch von meiner Seite. Wenn der Kollege vom Thema legendär spricht, da stellt sich die Frage, wofür steht legendär? Ich habe mir kurz vorher ein bisschen auf Wikipedia angeschaut und unter legendär findet man das Thema sagenhaft, unbeschreiblich, unglaublich. Und das trifft ganz im besonderen Maß auf unsere steirischen Äpfel zu und auch das, was alle Beteiligten für diesen steirischen Apfel machen. Und das ganz besonders in einem Jahr wie diesem, wo das Thema Frost und Schnee noch bei allen und in allen Gesprächen gegenwärtig ist. Und andererseits legendär, weil die Fruit Logistica heuer zum 25. Mal stattfindet und frischsaftig steirisch auch zum 25. Mal hier dabei ist. Das heißt, wir feiern 25 Jahre frischsaftig steirisch Apfel auf der Fruit Logistica. Das ist unser ganz wichtiger Auftritt einmal im Jahr hier bei der Fruit Logistica beziehungsweise auch auf der Grünen Woche, die wir auch als Steirer sehr, sehr gerne besuchen. Und wie heißt es so schön, ein Unternehmen ohne Öffentlichkeitsarbeit ist wie ein Mann, der in der Nacht einer hübschen Frau zuwinkt. Er weiß zwar, was er will, aber sie sieht ihn nicht. Daher muss man transparent sein, daher muss man sozusagen hier auch gemeinsam mit den Medien den Weg gehen der Veröffentlichung unserer Qualität. Ich wünsche euch allesamt, die hier aus der Steiermark und auch aus anderen Ländern vertreten sind, alles erdenklich Gute in der Präsentation eurer Produkte, im Anbahnen von Geschäften. Und ich wünsche mir auch, dass etwas eintritt, auch in Bezug auf die Handelspartner, die heute hier vertreten sind, nämlich das, was wir als Produzenten so wichtig brauchen, eine gewisse Fairness in der Breite der Wertschöpfungskette, dass jeder so quasi auch seinen gerechten Lohn für seine harte Arbeit bekommt. Und wenn ich sage jeder, dann meine ich auch jeden, der hier von der Urproduktion bis zum Konsumenten hin in der Betreuung durchläufig mitbeteiligt ist. Alles Gute, ein steirisches Glück auf, wie wir hier sagen, und schöne Grüße nach von der Steiermark hier nach Berlin. Vielen herzlichen Dank.